Die, die schon da sind, die heiße ich schon mal herzlich willkommen, aber ich würde gern doch noch einen Moment warten. Obwohl es natürlich jetzt 18.30 Uhr ist und ich denke, ich fange dann auch an. Der eine oder andere wird vielleicht noch kommen, aber ich freue mich natürlich, dass trotzdem, ja, einige heute mein Webinar zur praktischen Anwendung vom Blinkreflex ansehen, trotz des wunderschönen sommerlichen Wetters draußen. Ja, freue ich mich natürlich sehr, dass ich Ihnen heute ein bisschen was über die praktische Anwendung vom Blinkreflex ja, mitteilen kann. Und zwar, genau, viele, die unsere Webinare bisher schon geschaut haben, kennen diese Wegleitung. Hier führt uns der Weg so ein bisschen durch das heutige Webinar, sodass wir immer so eine Aufteilung haben, wo befinden wir uns gerade, welchen Teil sind wir gerade, dass wir so ein bisschen so eine Struktur bekommen in der Wegleitung. Und beginnen möchte ich natürlich mit uns, der Firma Neurolight und mit mir. Viele, die mich natürlich kennen, wissen, wer ich bin, wer noch nicht. Ich bin Denise Feldkamp, Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik und seit über 20 Jahren in der Neurophysiologie tätig und hatte natürlich auch das Glück, nicht nur die evozierten Potenziale, wie das viel bei technischen Assistenten ist, evozierte Potenziale durchzuführen, sondern auch ja, die neurografischen Untersuchungen. Und daher möchte ich heute ein bisschen was zum Blinkreflex oder zur praktischen Anwendung sagen. Die Firma Neurolight ist ein kleines Handelsunternehmen in der Schweiz. Wir sind mittlerweile 16 Mitarbeiter und unsere Produkte beziehen sich im Bereich Neurodiagnostik, da EMG, EPEG, Schlaf, Ultraschall, die Neuromodulation mit TMS und NIPS. Und Neuroscience und ein großer Teil ist natürlich auch Zubehör für alle, ja, für alle Untersuchungen in allen Bereichen haben wir da natürlich ein großes Portfolio. Wir sind Ihr lokaler Service hier in der Schweiz im Bereich von Installation, Neugeräte, im Bereich von Support, sogar also täglicher Support, wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Fehler auftreten oder einfache Fragen, sind wir natürlich für Sie da. Reparaturen, wenn irgendwas defekt ist, können wir natürlich intern bei uns in der Werkstatt viele Sachen reparieren und natürlich auch Wartungen der Geräte, die wir jährlich durchführen. Die Neurolight Academy. Das sind individuelle Geräteschulungen. Also wir kommen auch vor Ort und bieten individuelle Geräteschulungen an, Face-to-Face-Workshops, Kurse und natürlich auch die Webinare, so wie heute. Und ein großes Anliegen, von Neurolight ist die Neurolight Helps. Und wir unterstützen andere Länder, mit ausrangierten Geräten, die wir hier nicht mehr nutzen. Und die natürlich dort noch nutzbar sind und gut in Einsatz kommen können. Dann kommen wir auch schon zum Blinkreflex. Und zuerst möchte ich über grundlegende Sachen kurz sprechen, also ein bisschen Theorie. Und was mich natürlich interessiert für die Leute, die heute teilnehmen, wer von Ihnen also führt selber den Blinkreflex durch. Wer leitet selbst den Blinkreflex ab? Okay. Gut. Also, das ist eigentlich sehr gemischt, das heutige Publikum. Also ein Teil führt ihn schon durch und ein Teil nicht. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn Sie Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie die am Ende vom Webinar stellen würden. Ja. Und dann starten wir schon mit der
Mit den grundlegenden Sachen. Entschuldigung, manchmal ist man doch ein wenig verwirrt. Genau. Was ist eigentlich ein Blinkreflex? Also, das ist ein physiologischer Schutzmechanismus vom Auge und der wird ausgelöst durch einen mechanischen Reiz. Also, so wie ich jetzt das zeige, ich fasse hier hin und dadurch vom Augenlid wird ein mechanischer Reiz ausgeführt, dieser Schutz, dass mein Auge zugeht. Es kann eine Reaktion auf einen Schreckreiz sein oder auch eine starke Lichtreizung. Wenn ich mit einer Taschenlampe leuchte, dann führt es natürlich auch zu einem Lidschluss der Augen. Erstmals hat das der Erik Kugelberg, ist ein schwedischer Neurologe, 1952 elektromyographisch registriert. Um noch ein bisschen theoretisch zu bleiben, habe ich hier die Darstellung vom Reflexbogen. Also der Reflexbogen beschreibt ist ein neuronaler Prozess und der ist für die Auslösung von diesem Reflex zuständig. Das ist hier ein bildliches Schema, was jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen trocken ist. Ich gehe später, sehen wir das natürlich in der praktischen Anwendung noch mal detaillierter. Wir stimulieren hier und da werden die Fasern vom Supraorbitalis stimuliert. Die leiten den Impuls hier weiter zum ersten Ast des Nervus trigeminus. Und der leitet dann den Impuls weiter zum gleichseitigen motorischen Kern. Hier, also wir sind auf der gleichen Seite, ipsilateral, zum Nervus facialis. Und der innerviert nach 10 Millisekunden den Musculus orbitalis, oculi. Und da entsteht dann hier die R1-Komponente. Wir sehen das später noch, wenn ich die Kurvendarstellung zeige, sehen wir das nochmal genauer. Das ist am Anfang ein bisschen trocken für die, die noch gar nicht den Blinkreflex durchgeführt haben. Das ist hier rot dargestellt. Und ein anderer Teil von dem Puls, der wird weitergeleitet über die seitliche Medulla oblongata zum zum sechsten Hirnnerv und dann weiter zum motorischen Facialiskern. Und der innerviert beide Musculus orbicularis oculi, ist manchmal doch ein schweres Wort, nach circa 30 Millisekunden. Und da bekommen wir eine R2-Antwort ipsilateral, das ist hier, und eine kontralaterale, auch nochmal eine kontralaterale R2 auf der Gegenseite. Das zeige ich aber gleich nochmal im Bild genauer. Genau. Bevor wir starten, kommen wir zur Vorbereitung. Das heißt, Starten des Gerätes, das Gerät einschalten, die Untersuchungsdaten eingeben. Ich finde immer wichtig, wenn der Patient jetzt für die Untersuchung kommt, dass man vieles schon vorab eingibt. Einfach, dass wenn man den Patienten dann untersucht, dass es relativ entspannt vorwärts geht, also ja, vonstatten geht. Patienten sind meistens relativ nervös, haben vielleicht auch Schmerzen und dann finde ich das immer noch schön, wenn das relativ strukturiert ist. Viele Ärzte zum Beispiel machen das natürlich, sie machen die Aufnahme vom Patient und dann die Untersuchung, dann geht das alles so in einem. Aber ich würde gern noch die Vorbereitung mit darstellen. Das ist hier eine Abbildung von unserem Keypoint. Das kann bei Ihnen im Gerät natürlich anders aussehen. Das kann man ganz kundenindividuell anpassen, die Einstellungen. Wichtig ist, grundsätzlich ist nicht wichtig, dass Patientendaten für eine Ableitung eingestellt werden. Aber wenn man das Geburtsdatum und auch die Größe eingibt, generiert das Gerät die Normwerte, sofern sie hinterlegt sind. Standardmäßig liefern wir unsere Geräte mit den Normwerten. Und dadurch ist es wichtig, dass man das einträgt. Das kann ich nachher auch noch mal zeigen, wie das aussieht in der Ableitung. Genau, die Patientendaten eingeben. Auch dieses Testmenü kann bei jedem natürlich anders aussehen. Dann hole ich den. Erstmal bereiten wir noch unser Untersuchungsmaterial vor. Genau. Hier im Bild
sind viele Elektroden dargestellt. Also es gibt viele Möglichkeiten der Nutzung von Elektroden. Und da hat jedes Labor, jeder Arzt hat so seine Vorliebe. Bei den einen ist es halt schon immer so im Labor, dann wird das halt weiter genutzt. Wir haben einmal hier Klebeelektroden mit einer Krokodilsklemme, das sind so Plättchen. Wir haben Elektroden, die schon ein Kabel besitzen, wofür man aber noch einen Anschlusskabel braucht. Und natürlich ist es hier so, das ist einfach Vorliebe vom Kunden oder vom Arzt oder von der technischen Assistenten. Es hat eigentlich keine großen Vorteile. Natürlich bin ich schneller mit so einer Elektrode. Aber eine wiederverwendbare Oberflächenelektrode, so wie ich das heute auch zeige, also ich zeige das heute mit dieser Ableitung, ist es genauso gut, eine gute Ableitung darzustellen. Also es gibt keinen wirklichen Unterschied, der sagt, hey, ich nehme eine Klebeelektrode. Natürlich muss man ganz klar sagen, ist der Preis ein Unterschied? Das kann man so offiziell so sagen, das ist einfach so. Hier ist man einfach schneller. Also das ist auch meine persönliche Vorliebe. Das ist von anderen die persönliche Vorliebe. Und das gibt es auch immer noch sehr häufig in Laboren. Zubehör finden Sie auch auf unserem Webshop. Viele bestellen auch über unseren Webshop. Wir sind natürlich auch persönlich durch die Administration immer erreichbar, wenn es Probleme oder auch Fragen zum Zubehör gibt. Jederzeit anrufen, nachfragen. Aber viele nutzen mittlerweile auch den Webshop und bestellen darüber ihr Zubehör. Nun ist die Vorbereitung abgeschlossen. Dann kommen wir zur Patientenaufklärung. Wir holen den Patienten ins Untersuchungszimmer. Ich leite die Untersuchung im Liegen ab. Ich denke, wie die meisten auch. Patientin trägt jetzt eine Brille. Die lassen wir natürlich abnehmen, weil wir genau da unser Zentrum haben, wo wir die Elektroden anbringen. Ich finde es immer sehr wichtig, eine Patientenaufklärung zu machen. Und der Patient sollte natürlich bequem liegen, in dem Fall auch noch eine Knierolle. Den Untersuchungsablauf natürlich erklären und dass er eine entspannte Haltung hat. Also ich erkläre ihm, was ich für Elektroden hinklebe. Wie sich das eventuell anfühlt, ist natürlich immer schwierig zu beschreiben, weil jeder natürlich auch noch ein anderes Schmerzempfinden hat. Nun kommen wir zur Elektrodenplatzierung. Das ist eine Zweikanalableitung mit Oberflächenelektroden. Unsere Referenzelektrode kommt einmal an den Nasenflügel, beidseits, wir leiten ja Zweikanal ab, oder an den lateralen Augenwinkel und am Musculus orbicularis oculi. Das ist hier ein Ringmuskel, hier ums Auge und wir kleben sie da unter das Auge. Das zeige ich hier auch. Und wie gesagt, ich nutze Oberflächenelektroden. Und natürlich ein Vorteil bei den Klebeelektroden ist, ich brauche nicht extra noch ein Gel benutzen und ich brauche auch nicht extra noch Klebestreifen, so wie jetzt hier. Das hätte man auch schon vorher gut vorbereiten können. Viele im Labor haben das. Immer wenn man kommt, sieht man so die Klebchen kleben. Dann die Elektroden. Light-Gel drauf machen. Damit minimieren wir natürlich die Impedanzen. Und dann an den Nasenflügel und das gleiche auch auf der anderen Seite. Das Light-Gel nicht vergessen. Man braucht halt ein bisschen länger, aber ich denke, viele im Labor sind routiniert, auch mit den Klebestreifen, das dran zu machen. Aber ich bin auch ein großer Fan von einmal Elektroden. Soll natürlich nur die richtige Position haben, wie die Klebestreifen da festgemacht sind, ist nicht relevant. Ich nutze jetzt hier eine Klebeelektrode an der Stirn. Hier sehen wir nochmal den Verstärker in schematischer Form.
Also, ich habe einen Zweikanalverstärker. Ich gehe aber noch mal ein bisschen gleich zurück. Also, ich habe einen Dreikanalverstärker und nutze den ersten und den zweiten Kanal mit einem 1,5 mm Touchproof-Kabel. Wenn ich benutze kein 1,5 Touchproof-Kabel, sondern habe einen fünfpoligen Stecker. Das heißt, ich würde jetzt natürlich in den großen Eingang hier und hier mein Kabel einstecken. Die Referenzelektrode in den roten Eingang und die Erde in grün. Und das ist egal, ob in den ersten oder in den zweiten Eingang. Das kann natürlich in Ihrem Labor, können das viel mehr Kanäle sein. Und da muss man natürlich darauf achten, wie ist es eingestellt. Das zeige ich gleich auch nochmal, wenn wir von der Aufnahme das Bild sehen, woran Sie erkennen, welchen Eingang die richtige Elektrode eingesteckt werden muss. Dann bringen wir die Stimulationselektrode an die Position. Und da würde ich Sie zuerst mal fragen, ich muss schauen, ob wir das sehen. Genau. Das Fenster können Sie natürlich hin und her schieben. Es gab schon Webinare, da hat man das Fenster nicht gesehen. Und zwar, in welche Richtung hält man die Kathode der Stimulationselektrode korrekt? Jetzt beende ich mal die Umfrage und gebe auch das Ergebnis frei. Die meisten haben sich für distal entschieden. Drei haben sich für proximal entschieden. Wir sehen hier im Bild, ich schließe die Umfrage, die Kathode zeigt nach proximal. Und zwar wird die Stimulationselektrode so angebracht, dass die Kathode am Foramen supraorbitale angelegt wird. Und das ist hier im zweiten Bild in unserem Skelett. Es ist nicht so schön dargestellt, aber wenn wir selber mal fühlen, für die, die es noch nicht gemacht haben, haben wir hier unter der Augenbraue, wenn wir unseren Knochen fühlen, wie so eine kleine Einkerbung. Und hier setzen wir die Stimulationselektrode dann an und von dort leiten wir dann ab. Genau, und da kommen wir nämlich auch zur Ableitung. Und für die Ableitung ganz wichtig sind natürlich unsere Ableitparameter. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich, wenn wir die Geräte liefern, die Grundeinstellungen schon so weit anpassen, dann noch Kunden individuell natürlich zusammen anpassen. Es gibt immer so kleine individuelle Vorlieben von unseren Kunden. Hier links sieht man das, wie das im Keypoint aussieht. Das kann in Ihrem Gerät, sofern Sie ein anderes benutzen, ein bisschen anders aussehen. Aber natürlich hat es da im Hintergrund auch Einstellungsparameter, wo Sie das einstellen können. Wir zeichnen mit einem Einzelreiz auf in zwischen 0,1 und 0,2 Sekunden. Wir haben eine Verstärkung von 0,2 Millivolt. Die Zeitbasis ist 10 Millisekunden, zeige ich auch gleich nochmal im Bild. Und unsere Reizstärke ist zwischen 10 und 20 Milliampere. Wir haben einen Filter mit einer oberen und unteren Grenzfrequenz von 20 Hertz bis 10 Kilohertz. Und wir haben einen Reizintervall von 4 bis 5 Reizen mit mindestens 10 Sekunden Pause. Dann kommen wir nun zur Ableitung. Hier sieht man nochmal schematisch das Modul vom Keypoint. Sieht vielleicht in Ihrem Labor ein bisschen anders aus, sofern Sie ein anderes Gerät haben. Wir haben einmal die Stimulation. Wir haben den Start- und Stoppknopf, den wir jetzt für die Einzelreizstimulation nicht brauchen. Wir können einen neuen Ablauf machen, wir haben einen Seitenwechsel und hier links haben wir die Stimulation vom
von der Reizstärke. Der Sound, ja, sofern er eingestellt ist, könnte man ihn ausschalten für den Blinkreflex. Ich bin jemand, der gerne auch hört, vorwiegend bei den evozierten Potenzialen, beim Blinkreflex eher weniger notwendig. Ich löse zuerst einen Einzelreiz durch und der sollte natürlich angepasst sein, dass wir nicht den Nerv auf der Gegenseite mit stimulieren. Also in dem Fall habe ich hier 7 mA. Jetzt gehe ich noch mal ein kleines Stück zurück, was ich Ihnen, wir hatten es vorhin vom Verstärker. Halt, jetzt bin ich doch noch mal zu schnell. Na. Und zwar hier, es ging darum, sehen wir, in welchen Eingang welche Seite definiert ist. Hier im Keypoint sieht man das rechts, der Amplifier 2, also Verstärkereingang 2 und links Amplifier 1, Verstärkereingang Nummer 1. Also sofern Sie ein anderes Gerät nutzen, können Sie das natürlich auch sicher irgendwo sehen, welcher Eingang der richtige ist. Natürlich weiß man irgendwann, wenn man das regelmäßig macht, egal welche Untersuchung, in welchen Eingang man seine Elektrode steckt, aber es kann durch irgendwas immer mal sein, dass irgendwas verstellt ist und dann ist es immer schön, wenn man da schaut. Das Gleiche machen wir natürlich auf beiden Seiten. Genau. Immer schauen, dass dass man wirklich im richtigen Eingang ist. Die Kurvenauswertung, also wir haben unsere R1, wie vorhin schon beschrieben, unsere R2 ipsilateral und noch unsere R2 kontralateral. Gleich auf der anderen Seite. Um die Kurven besser darzustellen, hat es beim Keypoint unten rechts überlagern. Und hier kann ich alle Kurven, die ich durchgeführt habe, überlagern und kann somit die früheste Latenz von R2 definieren. Das ist wie bei der F-Welle. Das ist auch sehr schön für die, die das durchführen. Man kann es einfach überlagern und kann dadurch besser abgrenzen, als wenn sie einzeln übereinander sind. Genau. Das auch für die andere Seite. Er definiert, also das Keypoint definiert schon Marker, wenn wir sie ihm vorher vorgeben. Also wir können ihm vorher sagen, definiere mir die Marker dann, setze mir den als erstes. Und natürlich kann man sie noch versetzen. Er setzt sie selber ungefähr. Und dann kann man selbst noch variieren mit der Maustaste, wo man die Marker hinschieben möchte. Das sehen wir hier nochmal hier schematisch. Also unsere R1-Antwort, die kommt nach 10 Millisekunden und die R2-Antwort ipsilateral, hier, das ist ja da, wo wir stimuliert haben, nach ca. 35 Millisekunden. Hier ist das nochmal schematisch dargestellt. Das ist sehr Bilderbuch. Also wir haben hier unsere R1-Latenz, R1. Hier definieren wir unsere R2-Latenzzeit. Und hier die kontralaterale Seite R2, CR2 und die ipsilaterale Seite IR2. Normwerte. Also es ist immer, jedes Labor nutzt andere Normwerte und das fand ich hier ganz schön. Ich habe hier so eine schematische Darstellung gefunden von sehr vielen Autoren, die Normwerte bestimmt haben. Viele im Labor. Einige Labore haben auch eigene Normwerte, die sie benutzen. Ja, das
ist ein älteres Beispiel. Da sind auch Abweichungen, aber das fand ich noch sehr spannend. Aber ja, jedes Labor hat so sein eigenes oder eigens kreierte Normwerte im Labor, die sie ja, nutzen. Tipps und Tricks, das ist manchmal so ein bisschen, ja, das ist sehr, Tipps und Tricks ist sehr stark. Was natürlich wichtig ist bei der Untersuchung, ist, dass der Patient entspannt liegt. Und es ist nicht abhängig, die Ableitung ist nicht abhängig, ob der Patient offene Augen hat oder geschlossene. Also das kann man auch ganz individuell anpassen. Zum Beispiel, wenn der Patient auch starke Lidartefakte hat, kann man ihn bitten, nach oben zu schauen, damit kann man es eventuell reduzieren. Aber wenn die Patienten natürlich sehr stark und sehr stark nervös sind, dann wird es natürlich schwierig. Und den Reiz nicht ankündigen, weil das vermeidet das reflektorische Blinzeln. Wenn es eine schlechte Reflexausprägung gibt, dann könnte man auch einen Faustschluss beidseitig machen. Das steigert den Erregungsprozess. Genau. Und dann, ups, jetzt bin ich schon eins zu weit. Dann bin ich auch schon am Ende meines heutigen Webinars. Und möchte da natürlich auf unsere nächsten Webinare hinweisen. Wir haben einmal den sympathischen Hautreflex. Der kommt am 28. September. Und am 7. Dezember sprechen wir über, oder dann praktische Anwendung vom Nervus medianus motorisch und sensibel. Und im November, noch dazwischen, am 15. November, findet wieder unser Neurolight Academy EP-Workshop statt. Und ja, also wir hatten letztes Jahr unseren ersten Workshop und das war wirklich richtig toll, über die evozierten Potenziale VEP, Medianus und Tibialis in der praktischen Anwendung zu sprechen und das halt praktisch zu zeigen, zum größten Teil für MPAs, technische Assistenten, das ist natürlich super, da so ein bisschen mehr in der praktischen Anwendungen drauf einzugehen. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr praktisch, dass ich mich sehr darauf freue. Also wer gerne kommen möchte oder jemanden kennt, der gerne kommen möchte, sehr, sehr gern. Am 15. November in Bern, das ist auch direkt am Bahnhof, also das ist sehr gut erreichbar für die, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, ist das wirklich, hat es eine gute Anbindung. Alle Webinare, die es gibt, auch von den Kollegen, die finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, Neurolight Academy. Können Sie jederzeit nachschauen. Und wir sind natürlich für jeden Fragen immer für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an, schreiben Sie eine E-Mail. Ja. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie natürlich bleiben. Wenn nicht, bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und Zusehen. Am Ende werden Sie noch zu einem Feedbackbogen weitergeleitet. Und da wäre es einfach schön, wenn Sie uns auch Kritik geben. Wir sind da immer sehr offen. Was können wir verändern? Was können wir anders machen? Worauf hätten Sie mal Lust, was zu hören, zu sehen? Ja, würde ich mir sehr freuen, wenn Sie es rege ausfüllen. Danke Ihnen herzlich, dass Sie heute so teilgenommen haben bei dem wunderschönen Wetter. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Sommer und eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank.